Die Internationale Energieagentur, IEA aus Paris, hat ausgerechnet, dass wir 2050 1,8 Milliarden Wärmepumpen brauchen werden, um die Ziele zu erreichen. Das bedeutet, dass jeder Fünfte auf der Erde eine Wärmepumpe haben muss. Warum Wärmepumpen überhaupt? Wenn man das so ganz, ganz einfach, das Energiesystem, der Vergangenheit betrachtet, dann waren alle Funktionen getrennt. In der Zukunft wird sich das komplett verändern. Es hat sich schon angefangen, zu verändern, aber auf jeden Fall werden die Wärmepumpen, und deswegen sind die so gewollt, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aber die Wärmepumpen werden nicht alle Probleme der Welt lösen können, leider. Ich habe versucht, alle Stationen, die etwas mit Wärmepumpen zu tun haben, zu markieren, und dann sehen Sie, es gibt etliche davon, aber durchaus haben wir auch andere Themen, die wir thematisieren müssen. Bei allen diesen Studien hat sich eigentlich eins herauskristallisiert: die Wärmepumpen eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht die entscheidende Rolle bei der Wärmebereitstellung spielen. Jetzt ist das wirklich so, dass die Wärmepumpen absolut im Zentrum stehen, auch politisch gesehen. Und Sie sehen, im letzten Jahr gab es durchaus noch 70% dessen, was man verkauft hat, das waren Gaskessel. Die Wärmepumpen, dunkelgrün gezeichnet, spielen zwar eine zunehmend wichtige Rolle, aber auf dieser Grafik sieht man, dass diese Rolle noch nicht übertrieben groß ist. Wenn wir über 24 denken, dann muss diese dunkelgrüne Balken ungefähr so groß sein. Also fast jeder große Wärmepumpenhersteller hat jetzt Zuwächse an Produktion angekündigt. Deswegen glaube ich, sie wird auf jeden Fall deutlich schneller und einfacher sein müssen. Also die ganze Standardisierung, die wir brauchen, ist notwendig, um das zu erreichen. Weitere Schritte, das sind wirklich die Innovationen. Also für die Fabriken, auch für kleine Fabriken, ist das wirklich möglich, in diese Richtung zu gehen. Aus der Sicht der Endkunden muss das Produkt wirklich etwas entzaubert werden. Wie viele Wärmepumpen, um die Häuser zu beheizen, gibt es in Deutschland zu kaufen? 7.000 unterschiedliche Wärmepumpen, die letztendlich das Gleiche machen. Dadurch, dass wir 7.000 Produkte haben, müssen die Installateure 7.000 Mal lernen, wie man sowas installiert, weil die nicht standardisiert sind. Zurzeit haben wir ganz banales Problem, und zwar sehr lange Wartezeiten. Und das ist mit vielen Sachen verbunden, mit Installateuren, Fachkräftemangel, mit diesen ganzen Prozessen, die ich schon erzählt habe. Und letztendlich, und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, gibt es eine große Unsicherheit von Endnutzer, geht das auch im Bestand? Die Branche schätzt mit 350.000 2023, und wenn diese Zahlen sich tatsächlich bestätigen werden, dann glaube ich tatsächlich, dass die 500.000 möglich sind. Aber ist es möglich, lautet die erste Frage, höchst wissenschaftlich gestellt: wird die Bude warm? Und mit welchen Heiztemperaturen kann man das machen? Und direkt gefragt, geht das auch mit Heizkörper? Bei Ist es sinnvoll, kann man unterschiedliche Fragen stellen. Die zwei meisten Fragen sind ökologisch und ökonomisch. Und dann ist die Heizkreistemperatur, die notwendig ist, um das Haus warm zu bekommen, ständig höher und höher. Blöderweise ist die Effizienz der Wärmepumpe, also die Linie der Effizienz der Wärmepumpe, genau gespiegelt. Also sind diese Vorlauftemperaturen schon nicht zu hoch für eine Wärmepumpe? Jede stinknormale Wärmepumpe kann das bis 50, 55 Grad. Und diese Temperaturen sind meistens ausreichend für Bestandsgebäude. Diese blaue Fläche zeigt, wann die Wärme überhaupt bereitgestellt wird während des Jahres. Und die meiste Energie, die bereitzustellen ist, ist nicht in dem kritischen Bereich. Das zeigt wiederum, dass der kritische Bereich gar nicht so entscheidend ist, zum Beispiel für die Effizienz. Anders ausgesprochen, aus 100% Strom kriegen wir 310% Wärme. Und bei Erdreichanlagen war das ziemlich genau 1 höher, also 4,1 oder nochmal 100% mehr. Allen Anlagen, die wir damals ausgewertet haben, Luftwasserwärmepumpen, das waren 18 Stück, haben eine Bandbreite 2,3 bis 3,4 gehabt. Also die schlechteste Wärmepumpe hat 2,3 und die beste 3,4, die Mittelwerte 2,9. Was aber interessant ist, sind die Zahlen ganz unten. Und zwar deswegen, weil das ein Projekt im Bestand ist, ausschließlich im Bestand,
Und Sie sehen, wenn Sie die Zahlen haben Sie eigentlich schon gesehen, diese 3,1 und 4,1, wenn Sie diese Zahlen mit dem ersten Projekt vergleichen, dann sieht man, dass die Effizienz jetzt im Bestand sogar tick besser ist als die Effizienz vor 15 Jahren im Neubau. Anders ausgedrückt, es ist nicht so, dass alle Systeme mit Fußbodenheizung automatisch besser sind als die Systeme mit Heizkörper. Es gibt sogar ein paar Heizkörpersysteme, die sogar besser waren als die Fußbodenheizungssysteme. Eine Wolke, die eher eine Linie ist, von 7 oder 8 oder 9 Anlagen. Und Sie sehen eine riesige Bandbreite, Spreizung von der Effizienz. Bei Erdreichanlagen ist das noch gravierender. Da sind knapp 150 Anlagen, 1,2 als Durchschnittwert. Und das waren nur 25% der Fälle von allen Anlagen. Und die 20 Anlagen, die wir damals noch in der Vermessung gehabt haben, Luftwasseranlagen, mussten im Durchschnitt mit minus 3,6 arbeiten. Diese 20 Anlagen haben eigentlich waren das 17, weil die drei besten habe ich aussortiert. 2,3, weil die durchschnittliche 2-Wochen-Effizienz. Und die Bandbreite war von 1,6, das war die schwächste Anlage, und 2,8 sogar die beste. Generell gesagt, von diesen 20 Anlagen, auch in diesen kalten 2 Wochen, mussten die Heizstäbe nur bei 5 Anlagen nachhelfen, die Wärme bereitzustellen. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich etwas zur Wirtschaftlichkeit auch sagen werde. Und die wichtige Frage ist auch in dem Fall, wie viel kostet überhaupt Energie gerade? Auf der Grafik ist es eindeutig sichtbar, wie stark die Preise variiert haben. Schon am 24.02. haben wir 12 Cent bei Gas gehabt. Aber wichtig ist eigentlich das Verhältnis von 3. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Wärmepumpe ungefähr mit 2,8 laufen musste, um besser rein ökonomisch zu sein, also von Betriebskosten, als ein Gaskessel. Wenn wir die Werte von heute betrachten, dann ist das Verhältnis 2,2. Hoffentlich können Sie sich noch erinnern, kaum eine Wärmepumpe hat geschafft, so schlecht zu arbeiten. Aber auch bei diesen sozusagen ungünstigen Preisen für die Wärmepumpe ist die Amortisationszeit 9 Jahre in dem Fall, bei einer ganz einfachen Kalkulation, also ohne Annuitäten und so weiter. Um das nicht länger zu ziehen, wenn wir diese Übung mit diesen Preisen machen, und sonst nichts anderes, dann ist die Amortisationszeit nur 6 Jahre. Ich werde mich wirklich freuen, wenn Sie diese 4 Sachen sich erinnern können nach dem Vortrag. Nochmal wiederholt, aus technischer Sicht gibt es heutzutage wirklich kaum Gründe, die Wärmepumpen im Bestand nicht zu installieren. Nummer 1. Nummer 2, es geht auch mit Heizkörper. Die kurzfristig mindestens ist die Hauptherausforderung, nicht die Technik an sich, sondern wirklich die Geschwindigkeit der Umstellung. Die reinen Vorteile bei Betriebskosten bei 5.000 Euro pro Jahr liegen, dann wird das sozusagen nochmal zusätzlich die Endnutzer motivieren, Richtung Wärmepumpe zu gehen. Vielen Dank.